Dieses Video ist eine kurze Einführung in die Benutzung der GenBank Sequenzdatenbank. Wir werden lernen, wie man in dieser Datenbank Sequenzen findet und wie man diese herunterlädt. GenBank ist eine sehr große DNA-, Protein- und RNA-Sequenzdatenbank, die alle jemals veröffentlichten Sequenzen enthält. GenBank wird vom NCBI, also der Bioinformatikabteilung der amerikanischen Gesundheitsbehörde, betrieben. Wir können GenBank über eine Webseite ansteuern und alle Funktionen dort nutzen. GenBank ist kostenfrei und für jeden zugänglich. Die GenBank-Webseite findet sich unter www.ncbi.nlm.nih.gov/GenBank. Als erstes werden wir eine generelle Suche durch die gesamte GenBank-Datenbank durchführen. Wir werden uns dann eines der Suchresultate genauer anschauen, wie die Resultate strukturiert sind und wo wir in der Resultatsfile welche Informationen finden. Wir werden bei dieser generellen Suche feststellen, dass wir eine wahre Flut von Suchresultaten erhalten werden und dass es nicht immer leicht sein wird, die wirklich gesuchte oder relevante Sequenz in dieser Datenflut zu finden. Wir werden daher besprechen, welche Subdatensätze es in GenBank gibt, insbesondere den RefSeq-Datensatz und wie wir den benutzen können, um unsere Suche einzugrenzen. Wir nutzen hier Safari, um auf GenBank zuzugreifen. Als erstes geben wir die Adresse von GenBank ein, www.ncbi.nlm.nih.gov/GenBank. Das ist die Hauptseite von GenBank. Wenn wir nach allen Sequenzen suchen wollen, die in GenBank vorhanden sind, dann wählen wir hier Nucleotide aus. Hier ist eine andere Reihe von Datenbanken, die wir hier durchsuchen können. Da wählen wir Nucleotide aus und geben dann zum Beispiel Hemoglobin Human ein. Die Suche zeigt uns, dass wir 31.305 Resultate gefunden haben. Das ist eine ganze Menge. Wir sehen auch zwar, dass hier als erstes eine Homo sapiens-Sequenz angegeben ist, aber dass hier auch sehr viele andere Sequenzen auftauchen, die auf den ersten Blick nichts mit Hämoglobin oder Homo sapiens zu tun haben, aber irgendwie verknüpft sind. Wir werden das nachher noch besprechen, wie wir damit umgehen. Wenn wir auf jetzt entscheiden, dass diese Sequenz die ist, nach der wir suchen, dann können wir hier auf den GenBank-Link klicken. Und das zeigt uns das Resultat im GenBank-Format an. Hier oben ist der Titel der gefundenen Sequenz, also eine Partial CDS, eine partielle Coding-Sequenz, die hier gefunden worden ist. Dann haben wir eine Definition, also die Beschreibung, um was es sich hier handelt, Exon 1 und 2 von dieser Partial Coding Sequence. Es gibt eine Accession Number, die diesen Eintrag eindeutig bestimmt. Wenn wir also mit einem Kollegen zusammenarbeiten wollen und sagen wollen, schau dir mal diese Sequenz an, dann können wir ihm diese Accession Number geben und können uns dann sicher sein, dass der Kollege die exakt gleiche Sequenz verwendet, wie wir das tun. Eine Beschreibung des Organismus, wo der genau hingehört, eine Referenz, die beschreibt, welche Veröffentlichung zu dieser Sequenz geführt hat oder damit assoziiert ist. Hier ist die Beschreibung, das sind die Autoren und sie beschreiben eine Mutation in diesem Gen, die in einem Patienten mit einer bestimmten Krankheit
gefunden worden ist. Also es handelt sich nicht um die Hämoglobinsequenz hier, sondern es handelt sich um eine Variante der Sequenz, die in diesem speziellen Patienten gefunden worden ist. Wir sehen dann hier weiter unten zusätzliche Informationen, wo das Gen insgesamt, also in dieser Sequenz hier reicht von Nukleotid 1 bis 646 in der Sequenz, die wir gleich unten sehen werden. Davon ist der Promoter in diesem Bereich. Es ist eine mRNA, die von diesem Gen produziert wird, ist vorhanden. Dann wird hier beschrieben, wo die Exons liegen, wo die untranslated Region ist und wo die Coding-Sequenz ist. Hier unten sehen wir dann auch die Übersetzung der Coding-Sequenz von DNA in Protein. Und dann gibt es wieder ein zweites Exon, das in Position von hier bis hier ist. Das hier unten ist jetzt die wirkliche Sequenz, die von dieser Gruppe von Forschern, die oben aufgelistet ist, erzeugt worden ist und in der Datenbank deponiert worden ist. Bisher haben wir gesehen, wie wir eine einfache Suche in der gesamten GenBank-Datenbank durchführen. Wir haben gesehen, wie die Resultate formatiert sind. Und wir haben auch gesehen, dass bei einer einfachen Suche wir eine Vielzahl von Resultaten zurückbekommen und dass diese Resultate vielleicht nicht exakt das sind, nach dem wir eigentlich gesucht haben. Beziehungsweise es ist schwierig, die wirklich gesuchte Sequenz in der Vielfalt von erhaltenen Resultaten zu finden. Um dieses Problem zu umgehen, gibt es die sogenannte RefSeq Datenbank oder Subdatenbank innerhalb von GenBank. Die Idee hinter RefSeq ist, einen nicht redundanten Datensatz zusammenzustellen. Nicht redundant bedeutet, dass für jedes natürlich aufgehende Molekül, also für jede DNA, jede RNA und jedes Protein, das in einer Zelle anzufinden ist, jeweils nur eine Sequenz in diesem Datensatz vorhanden ist. Die für diesen Datensatz ausgewählten Sequenzen sind dabei in Anführungsstrichen die normalen Sequenzen für diese Moleküle. Wenn wir also nach der Sequenz eines Moleküls, eines Proteins, eines Gens suchen, ist der RefSeq-Datensatz genau der Datensatz, in dem wir suchen sollten. Ein anderer Vorteil der RefSeq-Sequenzen ist, dass man somit eine Referenz hat, auf die man alle anderen Sequenzen, die man eventuell findet, die Variationen enthalten, beziehen kann. Um bei einer Suche nicht den gesamten GenBank-Datensatz zu durchsuchen, sondern nur die RefSeq-Sequenzen zu verwenden, benutzt man diesen hier in blau angezeigten Zusatz am Ende des Search Strings. Führen wir jetzt einmal eine auf den RefSeq-Datensatz beschränkte Suchabfrage durch und schauen dann, ob wir so relevantere Resultate erhalten. Hier oben sehen wir die Suchangabe für eine Suche in der RefSeq-Datenbank. Wir haben anfangs wieder den Namen des Gens, nach dem wir suchen, Hämoglobin. Dann haben wir das Schlüsselwort End und den Namen des Organismus, nach dem wir suchen, und wieder das Schlüsselwort End, gefolgt von der Eingabe, die spezifiziert, dass wir die RefSeq-Datenbank verwenden. Konkret ist der Text hier SRCDB underscore RefSeq. Das bedeutet, dass wir hier die RefSeq-Datenbank als Referenz verwenden wollen. Und dieser Text ist gefolgt von den Klammern Prop, die anzeigen, dass das eine Eigenschaft der Sequenzen sein soll, nach denen wir suchen. Wir führen jetzt diese Suche einmal durch. Wir sehen auch direkt, dass wir die Flut der Resultate sehr schön eingedämmt haben. Anstelle der 30.000 Sequenzen, die wir vorher gefunden haben, finden wir nur noch 164. Wir sehen auch, dass die Resultate, die wir finden, wesentlich relevanter sind. Wir haben hier zum einen ein Gencluster, die Sequenz von dem ganzen Gencluster, das alle menschlichen Homo sapiens Hämoglobine enthält. Dann haben wir hier ein weiteres Gencluster und dann haben wir eine ganze Reihe von RNA-Sequenzen.
wählen wir also einmal das erste Suchresultat aus und schauen uns die Genbank-File für das Hämoglobin-Gencluster an. Hier oben sehen wir als erstes fettgedruckt eine Beschreibung der Gensequenz. Direkt darunter sehen wir die Accession Number und die Anzahl der Basenpaare in der Sequenz. Hierunter sehen wir dann die Beschreibung der DNA-Sequenz, die wir hier vorliegen haben, also die Gene, die darin enthalten sind zum Beispiel. Hier sehen wir dann noch ein zweites Mal die Accession Number, wobei angemerkt sei, dass Accession Numbers, die mit NG beginnen, immer Sequenzen sind, die direkt aus dem Referenzgenom entnommen sind. Wir haben hier dann einen Hinweis auf die Originalveröffentlichung, in der dieses Gencluster zum ersten Mal beschrieben wurde. Eine Eigenschaft von RefSeq-Sequenzen ist auch, dass sie besonders gut annotiert sind. Das bedeutet in diesem Fall, dass sich ein Wissenschaftler hingesetzt hat, sich mit der Sequenz auseinandergesetzt hat, die Literatur, die zu dieser Sequenz gehört, gelesen hat und hier eine kurze Zusammenfassung dieser Informationen gibt. Wenn wir dann ein bisschen weiter runterscrollen, sehen wir die gesamten Features, die sich in dieser DNA-Sequenz befinden. Diese Liste ist relativ lang, weil es ein großes Stück DNA ist und am Ende sehen wir dann die eigentliche DNA-Sequenz. Scrollen wir jetzt aber erst einmal wieder zurück zu Beginn der Feature-List. In den Features sehen wir eine große Anzahl von sogenannten STSs, das sind Sequence-Tags, die im Genom nur einmal vorkommen. Man kann sie also benutzen, um sich im Genom zu orientieren. Bei den Features findet man nicht nur STSs, sondern zum Beispiel auch Gene hier oder Enhancer-Elemente. Wenn wir dann etwas weiter herunterscrollen, finden wir zum Beispiel hier die mRNA, die für das Hämoglobin Epsilon-1 kodiert. Der Join-Eintrag hier oben zeigt uns dann, welche der Basen wir unten in der langen Liste der Sequenz miteinander verbinden müssen, um diese RNA zu erhalten. Im Prinzip könnten wir das von Hand machen. Wir könnten uns also hier diese Sequenzabschnitte von dieser Base zu dieser Base und so weiter raussuchen oder aneinander knüpfen, um die Sequenz zu erhalten. Das brauchen wir aber nicht zu machen, denn hier unten gibt es einen Link, auf das wir klicken könnten, um diese Sequenz zu bekommen. Oder wir können hier oben auf mRNA klicken und dann zeigt uns das Programm unten im Bereich der Sequenz an, welcher Abschnitt in der Gensequenz dieser mRNA entspricht. Hier sehen wir diese drei Abschnitte in brauner Farbe dargestellt. Eins der Prinzipien von RefSeq war ja, dass wir pro Molekül nur eine Sequenz in der Datenbank haben. Im Falle der DNA ist ein Molekül im Prinzip ja ein Chromosom. Wir sollten also eigentlich nur eine einzige Sequenzfile pro Chromosom haben. In Wirklichkeit entsprechen die Sequenzabschnitte für DNA in RefSeq nicht wirklich der Volllänge eines Chromosoms, aber sie entsprechen immer noch den Abschnitten des Chromosoms, die kontinuierlich gemappt worden sind. Das sind häufig mehrere hunderttausend Basenpaare. Das macht die Nutzung dieser Files für Sequenzanalysen sehr unhandlich. Wo also die RefSeq-Einträge für mRNAs und Proteine ideal sind, sind sie für Gene eigentlich nicht ideal, weil wir halt eben immer aus einer ganz langen DNA-Sequenz uns die Gene herausschneiden müssten und zusammenbasteln müssen. Deswegen gibt es die sogenannte Gen-Kategorie, die uns erlaubt, nur nach den RefSeq-Sequenzen zu suchen, die mit einem konkreten Gen in Verbindung stehen. Die eigentliche DNA-Sequenz, die wir dabei erhalten, ist exakt dieselbe, die auch in den RefSeq-Sequenzen für die längeren Chromosomenabschnitte enthalten sind. Der einzige Unterschied ist, dass das Programm für uns schon die Schnipselarbeit gemacht hat und die entsprechenden Teile des Chromosoms herausgeschnitten hat, die mit einem bestimmten Gen in Verbindung stehen. Eine auf dieser Gene-Funktion basierende Suche ist besonders dann zu empfehlen, wenn wir nicht nur eine Sequenz, sondern einen ganzen Satz von Sequenzen aus der GenBank-Datenbank extrahieren wollen. Wie wir das zum Beispiel machen werden, wenn wir ein Multiple-Sequence-Alignment erstellen wollen. Wie man so eine Suche nach einem Gen
durchführt in den REV-Seq-Sequenzen, sehen wir jetzt. Wir sind jetzt wieder auf der GenBank Homepage und pasten unsere Suchabfrage wieder hier ein. Die ist vom Text genau dieselbe wie vorher bei der Suche in der Nukleotid-Datenbank. Wir benutzen jetzt aber nicht die gesamte Nukleotid-Datenbank, sondern wir wählen hier Gene aus als Datenbank, durch die wir suchen wollen. Klicken auf Search und erhalten dann eine Liste von allen Genen, die mit menschlichem Hämoglobin zu tun haben. Hier zum Beispiel Hämoglobin Beta und die anderen Hämoglobin-Varianten sind auch hier. Wenn wir auf diesen Link klicken, kommen wir auf die Gene-Webseite von Hämoglobin Beta. Und wenn wir etwas herunterscrollen, finden wir den Link für den GenBank-Eintrag, der zu diesem Gen gehört. Über diesen Link kommen wir wieder auf eine GenBank-Webpage, aber diesmal wird nicht die gesamte REVSEQ-Sequenz angezeigt, sondern nur die ungefähr 1600 Basenpaare, die wirklich dem Hämoglobin-Beta-Gen entsprechen. Wir haben hier wieder dieselben Einträge, die wir schon aus der GenBank-File kennen, die wir uns vorher angeschaut haben. Also die Liste der Autoren, die den originalen Artikel geschrieben hat und so weiter. Etwas weiter unten sehen wir dann die Features, wie gehabt. Wie zum Beispiel die Source, das Gen, welchen Bereich es abdeckt, in diesem Fall die gesamte Sequenz und dann hier die mRNA. Und CDS steht für Coding Sequence. Das sagt uns also, welcher Bereich in der Sequenz, die wir unten sehen, für das Protein kodiert. Also für die wirklich Proteinsequenz. Die Proteinsequenz ist hier angezeigt. Und hier unten ist dann die eigentliche DNA-Sequenz des gesamten Gens inklusive Introns, Exons, Regulatory, Untranslated Regions und so weiter. Wir können also jetzt ganz einfach die diesem Gen entsprechende Sequenz herauskopieren und sie in einem anderen Programm weiterverwenden. Sie haben jetzt gesehen, wie man auf GenBank zugreift, wie man dort eine einfache Suche durchführt. Wir haben uns ein wenig das Format von GenBank-Dateien angeschaut. Und dann haben wir gesehen, was der REVSEQ-Datensatz ist und wie wir Suchen in GenBank durchführen, die sich nur auf diesen REVSEQ-Datensatz beziehen. Und zum Schluss haben wir noch gesehen, wie wir das Gene-Feature benutzen können, um speziell aus den REVSEQ-Datenbanken genau die Sequenz herauszusuchen, die einem bestimmten Gen entspricht. Wie gesagt, GenBank ist kostenlos und allgemein zugänglich. Sie können nichts kaputt machen. Spielen Sie also mit GenBank etwas herum, suchen Sie sich ein Gen heraus, was Sie schon immer interessiert hat, und schauen Sie mal, was Sie dazu in GenBank finden können.